grüße euch Leute, Salvete Discipuli, willkommen. Heute am Sonntag bei unserem Stream, die 000 ist erschienen und Professor Fantasy kommt aus den Löchern. Und ja, verbreitet hoffentlich Spaß, also das ist zumindest der Sinn der Sache. Also dafür bin ich da sozusagen, dafür habe ich mich hier eingeschaltet und mich in eure Wohnzimmer, Schrägstrich Küchen, Schrägstrich Balkone, wo auch immer ihr gerade zuschaut, eingeschaltet und ja, und begrüße euch hiermit ganz herzlich zu unserem Sonntagsstream. Xark ist schon mal wieder am Start, das freut mich sehr. Grüße dich, Xark. Guten Tag. Gut Dark, sage ich da nur. Ja, wir haben heute mal wieder ein bisschen Before We Leave vor uns, die, ja, hoffentlich das Ende des Tutorials. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, was so passiert ist in Before We Leave und wo wir gerade stehen. Aber das Tutorial ist wirklich endlos. Also ich hoffe ja, ich hoffe, dass das Tutorial jetzt heute beendet wird. Und wenn das Tutorial beendet wird, egal wie lange es noch dauert, ob das jetzt 5 Minuten dauert, ob es 10 Minuten dauert oder ob es eine Stunde dauert, wir werden danach erstmal Before We Leave heute nicht mehr weiterspielen. Also ich werde dann nicht sofort ein neues Spiel anfangen, sondern es erstmal ad acta legen und dann eventuell nächste Woche Sonntag weiterspielen. Das weiß ich aber auch noch nicht, vielleicht spielen wir dann auch ein anderes Spiel. Das, ja, gucken wir dann einfach mal. Die Spaßstunde soll ja auch sehr abwechslungsreich sein. Also wenn man immer dasselbe Spiel in der Spaßstunde spielt, ist es nicht der Sinn der Sache, was ich mit der Spaßstunde eigentlich bezwecke. Der Zweck der Sache ist, ein paar kleine Spiele zu spielen, kurze Spiele, kurze kleine Spiele, die im Moment so ein bisschen in sind oder die viele Leute gefallen. Und ihr dürft natürlich auch keine Vorschläge machen. Ich dachte mir, wir könnten zum Beispiel auch mal eine Runde Minecraft spielen zum Beispiel. Das ist ja immer noch sehr aktuell und beliebtes Spiel. Keine Ahnung, was euch da so einfällt. Eine Runde Fußballmanager, irgend sowas ganz also Schräges, Lustiges, auf was ihr einfach mal Lust habt, das ihr gerne mal sehen würdet. Und ja, das spielen wir dann einfach mal eine Stunde lang an einem Sonntag. Und wenn es uns Spaß macht, dann vielleicht am nächsten Sonntag dann nochmal eine Stunde und so weiter und so fort. Also so ist die Spaßstunde ja konzipiert. Wir können gerne auch mal Multiplayer-Spiele spielen, also wo ein paar Leute mitspielen können. Da dürft ihr dann natürlich auch gerne mit dabei sein und mitspielen. Das sind auch alles Möglichkeiten, die wir in der Spaßstunde machen können. Ja, ich wollte auch noch ein bisschen über YouTube sprechen tatsächlich, weil der YouTube-Kanal Professor Fantasy, der hat inzwischen auch schon 430 Follower tatsächlich. 430 Follower. Ich habe OBS, sondern Stream Elements habe ich eh so eingestellt, dass ab und zu mal ein Link zu meinem YouTube-Kanal gepostet wird. Also wer den nicht kennt, den YouTube-Kanal von mir, ihr findet mich als Professor Fantasy minus Dominik Schmeller dort. Wenn ihr den Chat verfolgt hier in den Streams, dann sollten ab und zu auch mal Links zu meinem YouTube-Kanal auftauchen. Auf jeden Fall sind da jetzt inzwischen 430 Abonnenten und das ist natürlich super, da freue ich mich riesig. Es sind gute Abonnenten in den letzten Wochen, in den letzten Monaten dazugekommen und jetzt auch endlich auch Abonnenten für die Let's Plays. Die Let's Plays sind ja noch nicht so lange auf dem Kanal, das ist ja ungefähr im halben Jahr oder ja, ein bisschen länger als ein halbes Jahr, also Oktober 2020 habe ich angefangen mit Let's Plays jetzt auf dem Kanal. Damals mit Blackguards 1, das war das erste Let's Play. Und ja, seitdem laufen Let's Plays und jetzt kommen auch immer mal wieder Leute vorbei und Abonnenten vorbei, die auch wegen den Let's Plays abonnieren. Das finde ich sehr schön. Es ist zwar immer noch die Hauptzahl der Leute, die wegen meinen Buch-Reviews und meinen Buch-Videos beim Kanal sind, aber es sind eben auch inzwischen Leute dabei, die wegen den Let's Plays da sind. Der Kanal soll ja so ein bisschen eine Mischung sein, eine Mischung bieten aus Büchervideos, also Rezensionen zu Fantastikbüchern, Fantasy- oder Science-Fiction-Büchern und aber auch Let's Plays zu Fantasy-Rollspielen oder zu Taktikspielen. Also es soll so ein bisschen so eine Mischung sein zwischen der Buchwelt und der Gaming-Welt und ja, mal schauen, wie gut das funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Also im Moment ist es noch ein großer Versuch. Aber ich denke mal, der Versuch, der läuft gar nicht so schlecht an. Also läuft relativ erfolgreich an und das freut mich natürlich sehr. Hier auf Twitch haben wir inzwischen 28 Follower. Das ist auch sehr schön. Da würde ich mir natürlich auch ein bisschen
mehr wünschen. Also das Ziel ist ja 50 Follower jetzt, das erste Ziel zumindest. Aber ja, da ist jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so viel passiert. Der letzte Follower kam Anfang Juni, also vor ungefähr einem Monat dazu. Das liegt halt auch in der Sommerpause, ne? Also die Leute haben jetzt erstmal anderes zu tun, als Twitch zu gucken. Ich hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen Follower in den Kanal noch geben kann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und dann vielleicht ab August, September, wenn die Tage wieder kürzer werden, wenn das Wetter wieder schlechter wird, dass wieder mehr Leute Streaming anschauen. Das wird dort dann vielleicht bald das Ziel 50 Follower erreichen. Vielleicht schaffen wir es noch 2021. Das wäre doch ein schönes Ziel. Wenn wir es schaffen, bis Ende Dezember 2021 die 50 Follower voll zu machen, das würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre toll. So, jetzt habe ich aber ganz viel gequatscht. Xark freut sich, dass mein YouTube-Kanal so gut ankommt. Das freut mich auch. Ja. Ja, vor allem, wenn dann auch mal wieder Leute da sind, die wie du, Xark, treu dabei sind, auf YouTube die Videos angucken, hier bei den Streamen dabei, bei den Streams dabei sind. Das freut mich besonders, weil das zeigt mir auch, dass ihr da draußen meine Streams und meine Videos auch wirklich guckt und ich das nicht so ins Leere hinein produziere. Das ist auch wirklich für einen YouTuber oder Streamer ist das ganz, ganz wichtig, euer Feedback. Weil ihr müsst es euch so vorstellen, wir sitzen hier an unserem Schreibtisch. Wir haben unseren Bildschirm vor uns, wir haben unser Computerspiel natürlich vor uns, aber im Prinzip sind wir alleine. Und wenn wir euer Feedback nicht hätten oder nicht haben, dann ist es wirklich ein sehr elendes Business, sage ich mal. Ja, das kann dann sehr traurig werden, wenn man nur so vor sich hinspielt und keiner mit einem was zu tun haben will. Deswegen bedanke ich mich sehr, sehr, sehr herzlich bei allen Leuten, die mich unterstützen. Ja, besonders Xark, weil er jetzt gerade hier anwesend ist. Aber auch bei allen anderen, die mich unterstützen. Meine Videos gucken, meine Videos liken und so weiter. Vielen Dank dafür, Leute. So, Tubert schon die ganze Zeit bevor wir lief ins Ohr. Ja, und zwar irgendwelche komischen Geräusche. So, das hört sich an wie so eine Bowlingbahn, was ich die ganze Zeit schon höre. Deswegen springen wir mal rüber ins Spiel. Dann hört ihr nämlich die Bowlingbahn auch. So, das Spiel sollte gleich erscheinen. Das Danke gebe ich direkt wieder zurück. Na, das freut mich doch. So, ja, was ist denn jetzt hier? Zeig doch mal, bevor wir liefern. Ich möchte jetzt ungern... Ja, genau. Ich wollte nämlich, bevor wir jetzt loslegen, erst nochmal hier vorlesen, was da steht. Das ist nämlich der Startbildschirm sozusagen. Fortschritte. Oh je, ein paar Sterngucker haben gerade berichtet, dass sie etwas Riesiges in den Tiefen des Weltraums gesehen haben. Was könnte das wohl sein? Und genau da haben wir letztes Mal aufgehört. Und hier steht auch noch Fortschritte. Bau deine Siedlung weiter aus, wenn du darauf wartest, das herauszufinden. Also wir müssen jetzt hier herausfinden, was in den Tiefen des Weltraums geschehen ist oder was da auf uns zukommt. Ich kann mal hier ganz kurz die Systemansicht zeigen. Hier war irgendwo ein Pfeil. Genau, hier ist ein Pfeil. Ich weiß nicht, was dieser Pfeil hier bedeutet. Ob dieser Pfeil bedeutet, dass hier irgendwo irgendwas rauskommt aus dem Planeten oder sich irgendwas dem Planeten nähert, ich weiß nicht. Wir haben zwei Planeten, Planet 1 und Planet 2. Und wir sollen warten, dass irgendwas passiert. Keine Ahnung. Währenddessen sollen wir unseren Planeten weiter ausbauen. Hier ist unsere Fracht unterwegs. Mit Elektronik. Ja, genau. Wir produzieren Elektronik hier auf Planet 2 und die wird dann auf Planet 1 rüber geschafft. Na, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich auf den Planeten 1. Ui, jetzt fliegen wir auf Planet 2. Egal, dann schauen wir halt erstmal bei Planet 2 nach dem Rechten. So, die Leute hier sind unglücklich, weil es so hohe Verschmutzung hat. Ja, aber wir haben hier extra schon einen Reiniger gebaut und der wird jetzt demnächst auch hier tätig werden und die Verschmutzung beseitigen. Der Reiniger verursacht Düsternis, okay, und er verursacht Unzufriedenheit bei den Arbeitern. Verstehe, ja, man möchte schon auch bei der Reinigungskraft arbeiten, das kann ich gut verstehen. Die hier brauchen Leute. Wir haben hier 30 von 30. Ich glaube, wir haben hier eine Schule, oder? Haben wir hier eine Schule? Haben wir eine Schule? Da haben wir einen Markt. Den bauen wir, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht, ob wir eine Schule haben. Ich dachte, wir hätten eine. Also eine Schule brauchen wir, um neue Leute herzulocken. Weil hier inzwischen sind 0 Leute. Haben wir die da hinten hingebaut, die Schule? Nee. Da haben wir gar keine Schule, wie es ausschaut. Dann sollten wir demnächst eine Schule bauen, weil ohne Schule kommen keine neuen Leute. Hier wird eine Schule ganz gut hinpassen. Ja, bauen wir doch da mal eine Schule hin. Pass mal auf. Hier, zieht neue Bürger von deiner Bevölkerung auf, nachdem die ursprünglichen Bürger aus dem Schutzraum alle ein Zuhause gefunden haben.
Dafür brauchen wir im Prinzip Werkzeug und Stein und Holz, aber das produzieren wir ja alles hier. Sollte also kein Problem sein, hier die Schule hinzubauen. Machen wir das. So, Stream Elements funktioniert endlich mal wieder. Das hat jetzt auch die letzten Wochen immer mal nicht funktioniert, aber jetzt zeigt es mal wieder die Frage des Tages an und das ist ja auch schon mal was wert. So, die Schule. Da müssen wir aber auch noch ein paar mehr Häuserchen bauen, wenn wir hier 30 von 30 Leuten haben schon. Wo können wir Häuser hinbauen? Hier am Markt. Ich glaube, der Markt macht der. Nee, der Markt macht die Arbeiter unzufrieden. Aber er stellt Luxusgüter her, ja, genau. Was ist denn hier unten eigentlich? Ist das Verschmutzung? Ich glaube, das ist Verschmutzung hier. Wahnsinn. So viel Verschmutzung. Geht der Fäulapparat bis dorthin? Ja, der Fäulapparat geht bis dorthin. Hier haben wir auch noch mal einen Fäulapparat. Der wird aber gerade erst gebaut. Ja, dann lass uns die mal bauen und dann hoffen wir, dass die Verschmutzung besser wird. Das Eisenwerk verschmutzt ziemlich, die Eisenmine natürlich auch. Die Werkzeugschmiede. Ah, das Stahlwerk, mein Gott, was wir hier alles für Schmutzproduzenten haben. Das Ölkraftwerk, unglaublich. Und hier ist die Ölförderanlage und die Treibstoffraffinerie. Wahnsinn, was wir hier alles haben. Aber haben wir hier nicht irgendwo, oder war das, hatten wir noch eine Insel? Ich glaube, wir hatten hier noch eine Insel erschlossen, ne? Ja, stimmt, da war irgendwas, was noch mit der Sphinx. Hier, diese Insel. Und hier hatten wir eine Sphinx, und da ist sie auch. Und die stellt uns ein Rätsel. Ja, ich erinnere mich. Und dafür wollten wir hier eigentlich Forschung mit auf die Insel bringen. Nämlich grüne Forschung haben wir inzwischen hier. Wir brauchen aber noch rote Forschung auf der Insel, weil die Sphinx möchte, glaube ich, rote Forschung haben. Irgendwas war dort. Ja. Genau, hier haben wir das nämlich mit dem Elektronikabbaugebiet. Richtig, die Elektronikmine. Hier ist die Elektronikmine, so schaut's aus. Und hier haben wir 14 von 14. Und hier hatten wir, glaube ich, auch eine Schule, oder? Genau, hier haben wir nämlich schon eine Schule gebaut. Deswegen habe ich mich ganz kurz gewundert, warum wir hier keine Schule haben. Aber da ist sie. Da ist die Schule. Dann baue ich hier nochmal eine Straße hin und werde hier gleich nochmal ein Haus hinbauen. Ja, und das hier lasse ich abräumen. Da kann nämlich, hier können hier nämlich auch nochmal zwei Häuser hin. Baumwolle, genau. Wir stellen hier auch Kleidung her, oder zumindest war das der Plan. Die Schneiderei und die Weberei. Genau, dass wir hier Kleidung herstellen für unsere Bevölkerung. So, da kommen hier nochmal zwei Häuser. Das ist doch sehr schön. Die Sphinx, ja, jetzt ist es los. Die Sphinx hat ein Gebäude zerstört, aber sie war zu unzufrieden mit unserer Antwort. Aber ich hätte gerne die Frage nochmal gehört. Dieses Haus hier wurde zerstört, das ist aber nicht so tragisch. Das können wir reparieren. So. Genau. Wie war dann nochmal die Frage von der Sphinx? Löse mein Rätsel. Hier ist auch irgendwie ein zerstörtes Haus. Das ist aber nicht unser Haus, glaube ich. Sehr merkwürdig. Die Skorpione sind auch ein bisschen merkwürdig. Naja. Der Steinbruch. Ich wollte gerade die Erkunderhütte. Da ist die Entdeckerhütte. Gehen die auch zu Forschung? Zum Beispiel zu der Forschung hier, wo keine Straßen hingehen? Oder gehen die nur zu der Forschung, wo die Straße hingeht? Das ist die Frage. Naja, so gut, sie haben eh nicht genug Arbeiter. Ich dachte, die Sphinx wollte gerne grüne und rote Forschung haben. Grüne Forschung ist hier, rote Forschung noch nicht. Aber, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das so eingestellt, dass die grüne und rote Forschung hingebracht wird auf die Insel 2. Richtig, genau. Und wir haben das auch so eingestellt, dass grüne und rote Forschung von Planet 1 auf Planet 2 gebracht werden. Stimmt's? Genau. Ja. 5 Stück. Ja, 5 Stück sollte auch passen. Und dafür kommt die blaue Forschung zurück. Richtig. Aber haben wir denn jetzt auch schon rote Forschung? Schauen wir mal. Blaue Forschung wird hier Planet 2 gerade eingeladen. Ich glaube, ich kann hier mal ein bisschen schneller machen. Wir warten ja, dass jetzt endlich mal was passiert. Bis jetzt ist es noch sehr unpassierbar hier.
Bis jetzt ist noch nichts passiert. So, Elektronik wird eingepackt und blaue Forschung wird eingepackt. Das ist logisch. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und ich möchte gerne sehen, dass jetzt rote Forschung eingepackt wird. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch keine rote Forschung mehr auf Planet 1. Lass uns da mal kurz rüber gehen. Wo ist denn die... die Abschussanlage? Ist die wirklich auf Insel 1? Oh, jetzt ist es soweit. Die Silhouette am Sternenhimmel ist nah genug, um abzusehen, dass sie sich Planet 1 nähert. Was nähert sich Planet 1? Leute, was nähert sich Planet 1? Ich sehe nichts, was sich Planet 1 nähert. Irgendwas nähert sich Planet 1. Das nähert sich etwas aus den Sternen, ja. Das ist schön und gut, aber ich sehe nichts. Mal so hingehen. Mal so, dass wir ein bisschen in den Himmel reingucken können. Aber ich sehe nichts. Ich sehe tatsächlich nichts im Himmel. Da ist was. Guck mal. Hier ist etwas. Irgendwie ein großer Wal oder sowas. Der sich uns nähert. Schaut ziemlich gruselig aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, da sieht man den Wind. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie weit das Ding noch von uns weg ist. Aber da man das so detailliert hier schon alles sieht, dürfte das wahrscheinlich schon relativ nahe Planeten dran sein. Okay, er kommt immer näher. Ist das ein Raumschiff oder ist das ein Walfisch? Und das ist ein Raumwalfisch. Ja, die Bürger auf Insel 2, bei Insel 2 werden durstig. Ich glaube, die haben gleich andere Sorgen, würde ich sagen. Das schaut mir nach einem Raumschiff aus. Das sind die Mukarier. Ja, genau. Das sind die Mukara. Also, es schaut auf jeden Fall wie ein Raumschiff aus. Und da sie sich auch nicht bewegt, ne, also diese Flossen da, die sind sehr starr und steif. Da bewegt sich nichts. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Raumschiff und kein Lebewesen, kein Walfisch. Würde ich jetzt persönlich sagen, aber es kann auch einfach nur der Grafik geschuldet sein. Vielleicht können wir es auch von der Seite mal ein bisschen sehen. Versuch das mal so gerade ein bisschen aus der Seitenperspektive zu sehen. Nee. Das gelingt uns nicht. Dann gehe ich nochmal in die Systemansicht. Sehen wir jetzt was? Das war von da hinten kam es. Da sieht man das, oder? Sieht man das, Leute? Ich glaube, hier sieht man es. Ja, hier sieht man es. Das ist wirklich riesig groß. Das ist wirklich riesig groß. Schaut euch das mal an, wie groß das ist. Im Vergleich zur Sonne und den Planeten. Obwohl die Planeten natürlich viel zu groß sind. Im Vergleich zur Sonne. Das schaut mir irgendwie aus, hier hinten, wie so ein... Als hätte das so... Wie so eine Keule eigentlich. Wie so ein Stück von einem Baum. Sehr schräg. Ich gehe mal näher ran. Jetzt sehen wir mehr. Okay. Und jetzt bewegt sich doch. Schaut doch aus wie ein Wal. Hier sind die Augen. Da ist die Schnauze. Da sind irgendwelche Zacken dran. Ich drehe mich mal. Und Ziel ist offensichtlich Planet 1. Deswegen ist der Pfeil jetzt hier auf Planet 1. Geh mal dahinter. Ja, okay. Sehr merkwürdig. Ich gehe mal ein bisschen auf schneller. Dann sehen wir auch intensiver, wie es sich bewegt. Und wie es auf Planet 1 zukommt. Und jetzt versuchen wir nochmal die Perspektive von Planet 1 in den Himmel zu suchen. Oh, was ist jetzt los? Ah, da ist es. Da ist das Wesen. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wahrscheinlich verschlingt es einfach Planet 1 und dann wird Planet 1 einfach weg sein. Kann das sein? Also im Moment kann ich nichts machen, Leute.
Ich habe hier die Steuerung nicht in der Hand. Okay, wir gehen langsam weg vom Planeten, weil er wahrscheinlich jetzt gefressen wird, oder? Sehr skurril. Aber irgendwie fliegt er dann doch vorbei am Planeten, oder? So wie es ausschaut. Und fliegt. Nee, jetzt öffnet er das Maul, okay. Jetzt saugt er irgendwas ein. Was saugt er denn jetzt ein? Okay, er saugt irgendwas ein. Aber was? Oh. Was ist denn jetzt los? Walangriff. Eine gigantische Silhouette verdunkelt den Himmel, als der Wal in die Atmosphäre eintritt. Deine Bürger können nur hilflos zusehen, wenn der Wal den Planeten verschlingt. Was war das? Es war so riesig. Zum Glück hat es uns nicht gefressen. Wir müssen versuchen, uns zu schützen, falls noch so ein Ding vorbeikommt. Es sah aus, als wäre es hungrig, also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sie zu füttern. Du musst vielleicht neue Planeten kolonisieren, um alles zu finden, was du brauchst. Aha. Erforsche und baue einen Weltraumaufzug. Puh, es ist vorbei. Deinen Bürgern entfährt ein kollektiver Seufzer der Erleichterung, als der Wal wieder zurück in den Weltraum gleitet. Nun müssen wir wieder aufbauen, was verloren ging, aber wir haben nichts verloren. Erforsche den Weltraumaufzug, um den Walen etwas anderes zu fressen zu geben als Dinge auf dem Planeten. Okay. Ja, irgendwie haben wir jetzt hier ein Loch im Planeten. Oder ist das ein Loch? Ja, das ist ein Loch, eindeutig. Schaut euch das an. Hier, das Wasser bleibt natürlich ganz schön da oben drauf, das ist ja ganz klar. Ein Loch im Planeten. Oh, schon mal. Nee. Ah, das ist nur ein unerforschter Bereich. Da, wo wahrscheinlich früher mal Insel war, ist jetzt nur noch Wasser. Deswegen. So, was haben wir noch verloren? Ich schau mal gerade mal ein bisschen. Insel 3. Haben wir da irgendwas verloren? Was ist das hier? Keine Ressourcen verfügbar, die Entdeckerhütte. Na, dann können wir die Entdeckerhütte ja auch abreißen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. So, rote Forschung. Gut, da müssen wir wahrscheinlich noch. Aber hier ist doch noch. Nee, das ist der Marktplatz. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich doch noch die anderen Planeten besiedeln. Weil wahrscheinlich auf den anderen Planeten, da haben wir ja noch zwei Planeten, einmal den hier und einmal den hier. Da werden wahrscheinlich auch nochmal Rohstoffe sein, die wir brauchen, um am Ende diesen Weltraumanzug, Aufzug zu erforschen. Wir gehen mal auf Insel 1, da ist ja unsere Forschung. Und zwar drehen wir das wieder so, wie wir das vorraten. Und schauen mal hier in die Forschung rein. Raumfahrt müssen wir wahrscheinlich als nächstes erforschen. Und dann haben wir die fortgeschrittenen Transporte, dann die Luftschiffe. Schutzräume, Weltraumaufzug. Dort ist der Weltraumaufzug. Warum müssen wir zuerst Backen erforschen, um dann den Weltraumaufzug zu erforschen? Das klingt irgendwie unlogisch. Aber gut, auf jeden Fall brauchen wir. Raumfahrt haben wir schon. Tüftelei haben wir auch schon. Sauberer Strom haben wir auch schon. Das heißt, Tüftelei ist eine Voraussetzung für Weltraumaufzug. Und Backen ist eine Voraussetzung. Dafür brauchen wir 50 rote und 50 blaue Forschung. Und wir haben keine rote Forschung mehr. Das ist, glaube ich, das Problem. Das ist das Problem, warum hier die Forschung ein bisschen zum Erliegen kommt. Haben wir hier auf dem Planeten noch rote Forschung? Das schauen wir uns mal kurz an. Ich glaube nicht. Ne? Nee, auf der Insel 1 nicht. Auf der Insel 2 nein. Hier. Das hatten wir schon erforscht, da ist es wahrscheinlich nur noch Wasser, weil der Planet halb aufgefressen wurde. Also wir brauchen neue rote Forschung. Dann gehen wir doch mal auf Planet 2 und gucken, ob es hier noch rote Forschung gibt. Ich glaube, hier gab es blaue Forschung, wenn mich nicht alles täuscht. Die wurde aber komplett gesammelt. Dann auf Insel 2 gibt es blaue Forschung auch. Aber es gibt doch hier nochmal eine Insel. Ja, hier gibt es noch eine Insel mit roter Forschung. Und Kobolden auch. Tja. Da ist noch eine Insel mit roter Forschung und hier ist nochmal eine Insel mit grüner Forschung. Und einer Sphinx. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal diese Insel mit der roten Forschung besiedeln. Das müssen wir mal als erstes machen. Ja, hier gibt es auch noch Elektronik. Ja, wo ist denn unsere Insel 1? Hier. Wie viel brauchen wir denn für ein Kolonieschiff? Brauchen wir Holz? Ja, das ist alles wunderbar. Den Rest haben wir und wir brauchen 5 Leute. Also geben wir mal ein Kolonieschiff in Auftrag.
um die rote Forschung hier einzusacken. Richtig. Und dann werde ich mal hier die entsprechend das hier einstellen, unseren Transport, sodass die rote Forschung nicht mehr rüber geschafft wird. Vom Planet 1 auf Planet 2, weil die rote Forschung dort hier bleiben. Sondern die rote Forschung eher vom Planet 2 auf Planet 1 geschafft wird. So muss es jetzt sein. Genau. Ja, so machen wir das. Genau. Die grüne Forschung, glaube ich, brauchen wir dort auch nicht mehr. Aber das lasse ich jetzt erstmal. So machen wir das jetzt. Gut. Ja, der braucht jetzt viel Zeug. Holz und Werkzeuge und Strom. Alles andere hat er, glaube ich, schon. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Hier seht ihr, wie die Sachen ein bisschen inzwischen verschmutzt sind. Und dieser Reiniger ist auch noch nicht gebaut worden. Was ist denn hier los? Warum haben wir denn nicht genug Werkzeuge? Wahrscheinlich, weil das einfach so lange dauert, oder? Wo ist denn der Werkzeugmacher? Werkzeugschmiede. Können wir der mal Priorität geben? Ja, wir geben mal der Werkzeugschmiede Priorität, damit die schneller arbeitet. Okay. Wir brauchen nämlich jetzt dringend Werkzeuge. Genau, dann bringen wir die rote Forschung hierher natürlich, klar, damit die hier wegtransportiert wird. Wir bringen aber auch ein bisschen rote Forschung auf diese Insel. Ne, das ist ja die Insel, wo wir die rote Forschung sammeln wollen. Auf diese Insel hier, um die Sphinx zu besänftigen. Ja. Die hat ja irgendwie ein komisches Rätsel für uns. Und ich glaube, diese blaue Forschung, die wird tatsächlich nur dann eingesammelt, wenn dort auch ein Weg hingeht. Denke ich. Weiß ich nicht genau. Ne, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich. Oh, schau mal, Glühwürmchen. Süß. Eigentlich war das bisher nie so, dass man da unbedingt einen Weg brauchte. Haben wir hier eigentlich auch einen Stein? Ja, einen Steinbruch haben wir hier auch. Okay. Oh, die haben Hunger. Die haben Hunger. Können wir hier auch was zu essen anbauen? Das ist die Holzfällerte. Hier hinten vielleicht, bei diesen Wäldern, oder? Da müsste es doch gehen. Dann bauen wir das mal ab. Zack, die Wälder hier bauen wir auch mal ab. Und die Wälder auch, ja. Die beiden Wälder reichen schon für die Holzfällerhütte. Und dann mache ich das mal möglichst so, dass wir, ja genau, dass wir möglichst wenig von dem Grünen verlieren. Da mache ich nämlich hier das hin. Und dann bauen wir hier einfach mal Kartoffeln an. Und Obst auch, ja, zweimal Kartoffeln und einmal Obst. Ich denke, das passt. Dann haben die nämlich auch mal selber eine Versorgung mit was zu essen. Die mögen, wenn ein Brunnen neben ihnen ist. Und wenn eine Unterkunft neben ihnen ist. Eine Unterkunft haben sie nicht, eine Bibliothek haben sie aber. Enthält Bonus oder Abzug auf Regenwald, je nach Menge des verbleibenden Walds. Aha, aber Regenwald haben wir hier nicht. So, jetzt werden sie auch noch durstig, aber Brunnen haben wir ja. Brunnen haben wir zu Genüge. Das sollte passen. Da ist ja auch nochmal Wald. Das sehe ich gerade. Können wir eigentlich auch nochmal. Und hier könnten wir nochmal einen Brunnen hinhauen. Achso, für den Brunnen brauchen wir auch. Stimmt, für den Brunnen brauchen wir auch Grün. Ist hier sonst noch irgendwo Grün? Nee, das war es tatsächlich mit Grün. Das Problem ist, der Brunnen möchte kein Haus neben sich haben. Deshalb, wir hier einen Brunnen hinbauen, ist es schlecht, weil da ist ein Haus daneben. Naja, wir lassen den Wald jetzt erstmal. Weil der Wald reduziert nämlich auch die Verschmutzung. Und wir brauchen, glaube ich, jetzt erstmal nichts weiter zu trinken. Wir haben ja einen Brunnen, das sollte reichen. Gut, dann wie schaut es auf Insel 1 aus mit unserem Kolonieschiff? Es fehlen tatsächlich noch immer noch die Werkzeuge.
Aber ich glaube, hier sind alle Werkzeuge. Ja, hier sind jetzt alle Werkzeuge da. Das heißt, die nächsten Werkzeuge, die gemacht werden. Der Aufzug ist auch ausgelastet. Die nächsten Werkzeuge, die gemacht werden, die sollten tatsächlich dann da drüben ankommen. Und dann, weil das hier so ausgelastet ist, glaube ich, bauen wir hier einfach nochmal einen Aufzug. Pass mal auf, Aufzug war, glaube ich, hier, oder? Fast hier. Wir bauen hier nochmal einen Aufzug. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal eine Verbindung. Und dann ist der eine Aufzug nicht so ausgelastet. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Idee. Die Sphinx. Oh, die Sphinx. Ja, jetzt aber schnell. Machen wir mal hier Pause. So, die Sphinx. Oh nein, jetzt macht sie ein neues Rätsel. Warte mal, hier haben wir auch noch was. Die mächtige Sphinx stellt ein Rätsel. Warum haben wir denn hier zwei Rätsel? Okay, das hat mit der Forschung offensichtlich nichts zu tun, weil gelbe Forschung gibt es ja nicht. Oder gibt es gelbe Forschung auch? Und das hier ist ja so hellblau. Gelb, gelb, blau. Grün, hellblau, blau. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeuten soll? Und vor allem, warum hier auch noch mal was kommt? Das ist die Weberei. Ist die Weberei das Ziel dieses Todesstrahls? Offensichtlich, ne? Gelb, gelb. Also das schaut aus wie so ein Hexfeld hier. Nee, sorry. Xark hat auch keine Idee. Also das schaut aus wie so ein Hexfeld. Ne? Und das könnte ein Hexfeld sein. Mit Wüste drauf. Deswegen ist das so komisch gelb. Und dieses blaue Ding hier könnte eventuell so ein Brunnen sein. Keine Ahnung. Dann hier dieses grüne Viereck. Uff. Problem ist, wir können da auch gar nicht mit interagieren. Ne? Wenn ich da drauf drücke, da steht hier eben nur, die mächtige Sphinx stellt ein Rätsel, aber da steht nicht, wie wir damit interagieren können. Lass mal die Zeit mal weiterlaufen, jetzt wird wahrscheinlich dann diese Weberei abgeschossen, schätze ich mal. Oder? Doch, schaut mal die Leute, die vor. Oh ja, die Weberei wird abgeschossen. Die Forscher laufen auch dorthin. So, die Weberei wurde abgeschlossen. Da müssen wir die wieder aufbauen. Nein, wieder aufbauen wollte ich sie so. Ha, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also wir haben auf jeden Fall irgendwie ein Schild an der Sphinx selber und ein Schild am Ziel dieser Sphinx. Und da haben wir verschiedene Symbole. Wir haben so Sechsecke, wir haben Dreiecke, wir haben Vierecke, die auf der Kante stehen. Wir haben Vierecke, die auf der Fläche stehen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir das auch noch erforschen. Vielleicht können wir das jetzt noch gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Inzwischen haben wir hier 30 Leute. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Und hier haben wir auch 30. Ich glaube, da brauchen wir aber mehr. Ne? Hier arbeitet niemand. Hier arbeitet auch niemand. Nicht genug Arbeiter. Also wir brauchen eher tendenziell mehr Arbeiter auf dieser Insel hier. Zu Essen stellen wir, denke ich, ganz gut her. Was ist das hier? Holzfällerhütte. Ja. Ich denke, wir können hier mal das hier abreißen. Und hier nochmal ein bisschen Häuser hinbauen. Schadet definitiv nicht. Und nochmal einen Brunnen, oder? Da haben wir, glaube ich, eh schon zwei, oder? Hier ist einer. Da ist einer, ja. Da haben wir eh schon zwei. Sehr gut. Dann bauen wir hier mal durch und stellen hier noch mal ein paar Häuserchen hin. So, so und so. Gut, wie schaut's da aus? Sehr gut, wir haben fast alle Werkzeuge voll. Ein Werkzeug fehlt noch und ein bisschen Energie fehlt noch. Und dann können wir endlich dieses Schiff bauen. Muss neben Ozean errichtet werden, das ist klar, verursacht Düsternis und nimmt Zufriedenheit. Haben wir hier eigentlich schon sowas wie einen Smoothie-Hersteller oder so? Ich glaube noch nicht, ne?
Aber wir können hier auch, glaube ich, gar kein Obst anpflanzen. Wir pflanzen, glaube ich, Gemüse an hier. Und Kartoffeln. Und Tee. Ja. Richtig. Aber für den Smoothie brauchen wir, glaube ich, bräuchten wir, glaube ich, Obst. Und Obst können wir hier nicht anpflanzen. Schauen wir mal ganz kurz den Smoothie-Hersteller. Wo finde ich denn den? Hier? Nee. Hier. Genau, der braucht Obst. Der braucht Obst. Hm. Vielleicht können wir das dann auf der nächsten Insel herstellen. Müssen wir mal gucken. So. Haben wir nochmal drei Häuserchen gebaut. Tja, Holzfällerhütte. Wie schaut's da aus? Sehr gut, da sind wir jetzt durch. Das heißt, der baut schon, glaube ich, oder? Ja, der baut schon. Wir brauchen, glaube ich, einfach mal ein paar mehr Arbeiter. Das ist das Problem hier auf der Insel. Die Arbeiter sind das Problem. Aber das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Ha, wie machen wir das denn hier am besten? So, ja, ich glaube, so ist gut. Bauen wir hier nochmal kurz eine Straße. Genau, dann können wir hier nämlich auch nochmal ein Haus hinbauen. Und hier auch. Und hier vielleicht nochmal einen Springbrunnen. Der macht ja die Leute glücklicher, ne? Irgendwie. Ja. Genau. So, und dann können wir hier auch schon mal das Holz abreißen. Und dann diesen Weg hier hinten auch mal verbinden. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. So, und unser Kolonieschiff ist fertig, so wie es ausschaut. Nee, das ist das Handelsschiff. Oh, ich hatte mich schon gefreut. Nee, das Kolonieschiff ist noch nicht fertig. Da kommt gerade jemand mit Energie vorbei. Ja. So, jetzt haben wir wieder volle Energie. Können weiterarbeiten. Aber jetzt haben wir keine Arbeiter mehr, ne? Die gehen gerade nach Hause. Jetzt kam ein neuer Arbeiter. Ja, Arbeiter sind hier wirklich ein Problem. Wird Zeit, dass wir unsere neuen Häuser hier bauen. Überall fehlen Arbeiter. Und der Aufzug ist auch ausgelastet. Wahnsinn. Aber der Feudler da hinten, der Reiniger, der wurde jetzt endlich fertiggestellt. Das ist ja auch schon viel wert. Hier wurde auch schon ein bisschen was gebaut. Genau, und das fehlt noch hier. So, da haben wir nämlich dann auch eine Verbindung. Und können hier auch nochmal zwei Häuser bauen. Genau, und hier auch nochmal eins. Und dann da vielleicht auf der anderen Seite nochmal einen Brunnen. Hier mitten rein einen Brunnen. Und links und rechts von dem Brunnen vielleicht nochmal ein bisschen Obst und Gemüse. So. Ja, so machen wir das. Ach, die. Ich war auch schon wieder 14:38 Uhr. Die Zeit vergeht immer so schnell. Die Zeit vergeht so unglaublich schnell, wenn man sich amüsiert, ne? So. Erforsche den Weltraumaufzug. Ja, wir sind dabei. Erstmal wollen wir das Kolonieschiff. Ich mache mich hier ein bisschen schneller. Damit wir das heute auch nochmal erleben. Das neue Kolonieschiff. Ah, hier kommt überall Verschmutzung. Unschön. So, die warten auf Stein, aber Steinbruch haben wir hier, ne? Ja. Da sind die Häuser schon fertig. Wir haben schon 38 jetzt. Das ist gut. Ihr hört die Musik auch, ne? Also ist relativ leise. Also zumindest bei mir auf dem Ohr ist sie relativ leise. Ich weiß nicht, ob sie bei euch auch leise ist. So, Bürger werden durstig. Das kam jetzt schon öfters, ne? Planet 1, Insel 2. Naja, müssen sie jetzt erstmal durch. Die Stimmung hat sich verbessert. Insel 1, Planet 2. Das ist hier, wo wir jetzt gerade sind.
Das ist schön, dass sich hier die Stimmung verbessert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt inzwischen die zwei Feudelautomaten hier aktiviert haben. Die möchten gerne was zu essen. Ja, hier wird ja fleißig angepflanzt. Automatisch speichern abgeschlossen. Ja, schön. So, jetzt ist das Schiff fertig. Das ist das Kolonieschiff. Aber es muss, glaube ich, noch benannt werden, ne? Ja, jetzt braucht es erstmal. Ich verstehe. Es braucht jetzt erstmal hier ganz viel Vorräte. Und dann braucht es noch 5 Arbeiter. Und dann kann es losfliegen. Losfahren, sozusagen. Okay, 20 Holz, 20 Steine, 20 Werkzeuge, 30 Essen. Das dauert natürlich. Ich gebe das mal auf Insel 2. Schauen, was da los ist. Bessere Nahrung, Getränke und andere gute Sachen. Ja, wir haben keine Luxusgüter auch hier, ne? Wir können eigentlich aber auch Luxusgüter herstellen. Da spricht nichts dagegen. Wenn ich es finde, hier müsste es sein, oder? Ein Marktplatz, genau. Können wir nicht hier hinten hinbauen? Ich dachte, wir können den da hinten hinbauen. Hier könnten wir den hinbauen. Sonst nirgends, doch dort. Gefällt mir irgendwie auch nicht. Dort geht's. Das ist so weit weg. Hier. Ja, da. Da stellen wir den Marktplatz hin. Da ist gut. So, ich glaube, hier ist inzwischen die blaue Forschung auch schon komplett eingesackt worden. Das heißt, wir können eigentlich die Entdeckerhütte. Nee. Die findet noch was. Sonst würde das da stehen. Keine Ressourcen verfügbar. Jetzt findet sie nichts mehr. Okay. Können wir nämlich die Entdeckerhütte abreißen, dann brauchen wir die nicht mehr. Dann haben wir die blaue Forschung durch. Die Weberei ist inzwischen wieder aufgebaut worden. Ist irgendwo was anderes zerstört worden? Nein. Also dieses Rätsel der Sphinx, das ist mir wirklich ein Rätsel. Vielleicht hilft uns dieses Haus hier. Dieses zerstörte Haus, aber so wirklich kann uns das ja eigentlich auch nicht helfen. Und irgendwas mit Kobolden, das hatten wir auch schon mal. Da müssen wir nochmal kurz gucken. Pass mal auf. Wir gehen mal ganz kurz auf Planet 1, die Insel 1, auf unsere Forschungsstation. Da war nämlich schon irgendwas mit Kobolden. Hatte ich da schon mal irgendwo gelesen. Pass mal auf. Chemikalien, Apartments, Musik, Versammlungsplatz, dekorierte Straßen, Zement. Irgendwo war mal was mit Kobolden gestanden. Gartenbau, Lagerhaus, Transport. Oh, die Sphinx feuert wieder. Schauen wir mal. Ah, verdammt. Jetzt sehen wir hier zwar gerade das Feuern, aber ich sehe das Rätsel nicht mehr, leider. Mist. Naja, ein Haus. Ich hätte gerne das Rätsel nochmal gesehen. Ob das wieder dasselbe Rätsel war oder ein anderes Rätsel, hätte mich jetzt interessiert, aber waren wir zu spät dran. So, Kobolde. Beleuchtung, glaube ich, war das, oder? Man möchte den Bau von Lichttürmen die Kobolde verscheuchen, genau. Richtig, diese Beleuchtung, das ist es, was Kobolde verscheucht. Sollten wir eigentlich jetzt mal kurz erfinden. Ich möchte aber, eigentlich möchte ich die Forschung fixieren. Backen. Weltraum, das, also gut, die brauchen blau 80, der braucht blau 50, das sind zusammen 120, ne, 130. Und da brauchen wir nochmal 80, da sind wir bei 210. Das ist dann genau unsere komplette Forschung. Ah, das ist mir schon ein bisschen heikel. So, beim Kochen, den Bau von Küchen, richtig, genau. Das sollten wir vielleicht mal machen. Wir sollten mal hier auf der Insel 2 mal eine Küche bauen. Weil die sind ja unzufrieden. Und sie haben aber genug zu essen, glaube ich. Weil wir haben relativ viel. Haben wir denn schon eine Küche? Ich glaube nicht, dass wir eine Küche haben. Wo finde ich die Küche? Hier, oder? Nee. Hier ist die Küche. Haben wir schon eine Küche? Das wird uns dann, glaube ich, angezeigt, wenn wir das ausgewählt haben. Aber wir haben noch keine Küche. Wir haben noch keine Küche. Das ist gut. Dann könnten wir hier eine hinbauen. Oder dort hinten. Und ich glaube, da hinten ist ein guter Platz für die Küche. Ja, da kommen wir hier nicht mehr durch. Das ist auch blöd.
Da ist ein super Platz für die Küche. Ja, wir bauen hier die Küche hin. Die Küche kriegt Mali, wenn sie... Ne, sie erzeugt Düsternis. Genau, sie bekommt Boni durch benachbarte Stromkraftwerke und durch Lagerhäuser. Ein Lagerhaus in der Nähe ist plus 2 Mahlzeitkapazität. Aha, aha. Naja, gut, haben wir jetzt hier nicht. Wir könnten hier ein Lagerhaus natürlich hinbauen. Aber so wichtig ist es, glaube ich, erstmal nicht. Hier haben wir 52 Leute, das ist fantastisch. Aber das ist die Insel 1. Das ist nicht die Insel 2, das ist die Insel 1. Die Insel 2, die ist hier. Und was haben wir denn hier? Das Haus ist immer noch nicht repariert worden, ja. Da könnten wir auch nochmal eine Küche bauen. Da haben wir auch noch keine, oder? Ne, da haben wir auch keine Küche. Die bauen wir mal da hinten hin. Direkt neben hier unseren Anbaugebieten. So, wunderbar. Und wie schaut es jetzt aus mit unserem Schiffchen? Okay, Steine haben wir inzwischen. Getränke haben wir ungefähr die Hälfte, aber der Rest, der fehlt uns noch. Holz und so weiter. Ich mache hier mal wieder ein bisschen schneller. Gut, die sind unzufrieden, weil es so dreckig ist. Das ist aber okay. Sie sind zumindest, haben wir jetzt nicht mehr hier überall diese Schilder, dass wir zu wenig Arbeiter haben. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Auf Insel 2, Planet 1 werden durstig. Ja, das kennen wir schon. Gehen wir da mal hin. Und schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo einen Brunnen oder sowas unterbringen können. Hier hinten, glaube ich, wäre noch ein Brunnen möglich. Ne? Wir haben hier eh, glaube ich, relativ viel. Hier ist auch ein Brunnen. Was ist denn hier los? Warum brauchen die denn so viel zu trinken? Hier ist auch ein Brunnen. Also die haben ja zwei Brunnen schon. Boah, ist hier schmutzig. Was ist denn das hier? Das ist die Weberei. Wir haben zwei Webereien. Okay, ja. Ja, kriegen wir hier noch irgendwo sinnvollen Brunnen hin, ist die Frage. Hier ist auch überall so schmutzig. Insel 1 auf Planet 2 hat die erste Erwartungsschwelle überschritten. Warte mal, ich mache mal kurz schon langsamer. Die Zufriedenheit deiner Bürger sinkt ein wenig, da sie jetzt mehr vom Leben erwarten. Versorge sie mit besseren Mahlzeiten, Getränken und anderen guten Sachen, um sie zufriedenzustellen. Insel 1 auf Planet 2, okay. Ja, die haben ja gerade eine Küche bekommen. So, ich überlege nur, ob wir hier irgendwo noch einen, so einen Feudeldienst hinstellen können. Hier ist schon einer. Der wartet auf Wasser. Aha, deswegen brauchen die auch so viel Wasser. Da haben wir auch einen Feudeldienst. Ja, wir brauchen dringend nochmal einen Brunnen, würde ich sagen. Diese Ölquelle hier müssten wir eigentlich auch mal anzapfen. Können wir denn die anzapfen? Hier, Ölförderanlage. Ne? Hier könnten wir eine Ölförderanlage hinbauen. Würden aber natürlich auch dieses Gebiet ziemlich verschmutzen. Ja, der Vorteil ist, dass irgendwann... Na gut, diese Ölquelle geht dann nicht weg. Ich merke schon. Bleibt. Ja, ist irgendwie blöd. Ne, dann machen wir es lieber anders. Dann mache ich lieber hier eine Straße hin. Und baue da nochmal einen Brunnen hin. Brunnen, 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 Brunnen ist hier. So. Gibt es vielleicht eine Forschung, um die Hieroglyphen lesen zu können? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber... Ich habe bis jetzt nichts gesehen. Wir können es doch mal gleich nochmal gucken. Keine Ressource verfügbar. Was ist denn das? Die Küche hat keine Ressource verfügbar. Die braucht Gemüse. Gibt es hier kein Gemüse? Stimmt, die haben hier nur Kartoffeln. Und dann machen wir das anders. Dann reißen wir mal die Kartoffelfelder hier ab. Die Kartoffel wird, glaube ich, da eh hingeliefert. Und machen stattdessen Gemüsefelder. Habe ich auch kein Problem mit. So. Gemüse. Wenn die Gemüse besser finden, dann machen wir Gemüse. Ist mir auch recht. Vielleicht ist es eine der späteren, wo noch Fragezeichen sind. Ja, das ist eine Möglichkeit. Definitiv. Das könnte definitiv sein. So. Hier mal Gemüse. Das
bedeutet aber auch, dass wir hier auf Planet 2, Insel 1, auch Gemüse brauchen. Weil die haben ja auch eine Küche bekommen. Wo habe ich denn die Küche nochmal hingebaut? Da hinten irgendwo, ne? Genau, die brauchen also auch Gemüse. Das ist ein Kartoffelfeld und das hier ist ein Gemüsefeld. Okay. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Da kommt der nächste Wal. Weit entfernt beginnt sich etwas zu regen. Das ist ein Teefeld, Kartoffelfeld. Das sind auch Kartoffelfelder. Da machen wir doch... Und das ist Gemüse und Gemüse. Dann machen wir es doch so, dass wir hier das Kartoffelfeld nochmal abreißen. Und hier auch nochmal ein Gemüsefeld hinbauen. Ja. Und dann... Ja, das passt dann schon. Tja, es regt sich irgendwas. Aber wir wissen noch nicht, welcher Planet das Ziel ist. So, wir schotzen jetzt hier aus. Wir sind fast zu weit, Leute. Wir brauchen nur noch Werkzeug und ein bisschen Nahrung und ein bisschen Wasser. Das sollte jetzt aber nicht das Problem sein. Das kriegen wir hin. So, Wasser wurde gerade gebracht. Ja, stimmt. Und da müssen wir gleich noch ein Handelsschiff noch bauen. So, Wasser sind wir voll. Essen sind wir voll. Jetzt brauchen wir wirklich Werkzeuge. Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. Wo ist der Werkzeugmacher? Die ist ja schon auf Prio, die Werkzeugschmiede. Na, dann hoffe ich doch mal. Ja, Bürger auf der Insel haben niedrige Erwartungen. Ich hoffe, dass wir diese niedrigen Erwartungen auch erfüllen können. Ich sehe hier viele unglückliche Gesichter. Naja, schauen wir mal. Also wir werden auf jeden Fall noch so lange spielen, bis wir die andere Insel kolonisieren. Das auf jeden Fall. Das ist ganz klar. So, da sind jetzt auch beides Gemüsefelder, das heißt die Küche sollte, ja, sie arbeitet auch schon, sie stellt schon Nahrung her, sehr schön. Oh nein, Moment, halt, dann schauen wir nochmal rüber. Okay, jetzt ist uns ein anderes Rätsel und das Ziel ist dieses hier. Ach, verdammt, ich hätte auf Pause machen sollen. Da war jetzt was anderes, definitiv. Na, dieses Feld neu zu bauen, das ist nicht so schlimm. Da war jetzt irgendwie was mit Sternen. Da stand was mit Sternen drauf. Und es sah mir so aus, als würde das irgendwie da dazu passen. Ne? Das sah so aus. Das Problem ist, ich kann damit auch nicht interagieren. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da machen sollte in diesem Fall. Löse mein Rätsel oder spüre meinen Zorn. Sehr merkwürdig. Kann ich die irgendwie abbauen, die Sphinx? Das wäre ja auch zu einfach. Ne? Nein. Das Gebäude kann natürlich nicht abgerissen werden. Sehr merkwürdig. Hier wird es auch langsam sehr schmutzig. Haben wir hier dann schon einen Feudelapparat? Ich glaube, da haben wir noch keinen Feudelapparat. Dann lasst uns mal einen bauen. Dort. Ein Reiniger. Der kommt mal hier hin. Und ein zweiter Reiniger kommt hier unten hin. So. Dann brauchen die aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Wasser, ne? Da haben wir einen Brunnen. Aber haben hier keinen Platz, um noch einen weiteren Brunnen zu bauen. Aha. Dann wird das vielleicht schwierig mit dem Reiniger. Oder wir schaffen einfach Wasser. Ja, das machen wir mal. Pass mal auf. Transport verwalten. Von der Insel 1 auf die Insel 2. Nehmt bitte auch noch Wasser mit. Wo ist denn Wasser? Hier. Ja, nehmt bitte noch Wasser mit. 20 finde ich gut. Wir können auch ein bisschen mehr machen. Machen wir mal 30. Gut, also nehmt hier bitte das Wasser mit. Ja, wunderbar. Und das können wir wieder rausnehmen. Weil das hat doch nichts mit dieser Forschung zu tun. Hat denn die Insel jetzt Forschung? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, sie hat 41 grüne Forschung. Das müssen wir wieder wegmachen. Das müssen wir dringend wieder wegmachen. Pass mal auf. Machen wir folgendermaßen. Von Insel 2 auf Insel 1 die grüne Forschung bitte. Hier mitnehmen. Ja. Genau. Grüne und blaue Forschung können wir jetzt eh löschen, weil die gibt es nicht mehr. So, und dann müssen wir hier in den Weltraum.
Dann sehen wir wahrscheinlich den Wal auch irgendwo, oder? Wo ist der gerade? Noch sehe ich ihn nicht da hinten. Nee, das ist glaube ich was anderes. Ich sehe ihn glaube ich noch nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. So, dann hier der Transport verwalten vom Planet 2 auf Planet 1. Das ist die grüne Forschung, nehmen wir raus. Und stattdessen nehmen wir die grüne Forschung hier mit. Genau. So. Ja, genau. Also alles Forschung immer auf Planet 1 bringen. Das passt. Gut, 5 Minuten vor 3. Das Kolonieschiff ist einsatzbereit. Das ist doch sehr erfreulich. So, wo sind wir denn dann? Hier, Insel 1. Dort ist das Kolonieschiff. Ah, das dreht sich irgendwie immer so blöd. Da ist das Kolonieschiff. Die Boreas. Nee, das ist aber nicht unser Kolonieschiff. Das ist unser Kolonieschiff. Die Nexta, genau. Das ist unser Kolonieschiff. Und die schwimmt jetzt mal hier nicht hin, sondern die schwimmt mal hier hin. Nee, da ist die grüne Forschung. Wir brauchen da, wo die rote Forschung ist. Hier. Die schwimmt mal dorthin, wo die rote Forschung ist. Und zwar hier fände ich es ganz gut. Das ist Planet, das ist Insel 2. Wo ist denn Insel 1? Die ist dort. Ja, an sich ist es egal. Da sind die Kobolde. Ich glaube, hier ist es ein guter Platz. Genau. So, da besiedeln wir und bauen hier. Ja. Genau. Bauen hier unseren Hafen hin. Und dann gehe ich auch noch schnell zu Insel 1 und baue auch gleich noch ein Handelsschiff. Ein Handelsschiff, ja, das sollte jetzt nicht so viel Aufwand sein. Braucht zwar wieder Werkzeug, aber ich glaube, das ist wesentlich weniger Aufwand, als es jetzt gerade eben der Fall war. So, jetzt sind wir auf Insel 3. Und wir haben ja hier schon mal Zeug dabei, ne? Wir haben hier schon ein bisschen Zeug. Ich denke, wir brauchen hier keine Werkzeugproduktion. Obwohl, schlecht wäre es, glaube ich, nicht. Ne? Hier gibt es aber kein Metall. Hier gibt es kein Metall, also können wir auch keine Werkzeugproduktion machen. Wir können aber definitiv eine Holzproduktion hier starten. Und das mache ich auch gleich mal. Zack, zack. Und dann fangen wir hier mit einer Holzproduktion an. Produktion war, glaube ich, das hier. Genau. Eine Holzproduktion. So, und damit wir die Sachen benutzen können, brauchen wir eine Schule, oder? Oder eine Bibliothek. Genau, wir brauchen eine Bibliothek, um die Sachen überhaupt benutzen zu können, die wir hier erforscht haben. Deswegen baue ich mal hierhin die Bibliothek. So. Das hier soll weg, das hier soll weg. Beiden, genau. Und dann können wir dort die Entdeckerhütte hinbauen, weil die wird ja dann eh abgerissen. Okay, sie nähert sich Planet 1. So, die sammeln jetzt fröhlich die Forschung ein. Mehr brauchen wir ja eigentlich erstmal gar nicht. Ich würde hier dann vielleicht den Aufzug gerne bauen. Wo ist denn der? Achso, wir brauchen... Nee, den Aufzug können wir schon bauen. Hier bitte den Aufzug und dann können wir auch dieses Ding hier dann abreißen, sobald wir den Aufzug haben. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Planet 1 und gucken uns das an. Wo ist hier der Wal? Da. Ist es das da oben? Ist es das hier? Nee, das ist eine Wolke. Wo ist das Ungetüm? Ich sehe es im Moment noch nicht. Das ist der Nordpol hier. Tja, im Moment ist es nicht zu entdecken. Wahrscheinlich vorher Zufall, dass wir es entdeckt haben, ne? Aber wenn das hinter den Wolken ist, dann sehen wir das ja auch gar nicht. Da, ne. Ne. Also im Moment sehe ich noch nichts. Ich kann mal so gucken. Da, nee, das ist ein Stern. Das sind alles Sterne. Also ich sehe hier ehrlich gesagt noch keinen Wal.
Geh mal in den Weltraum. Schau, ob ich ihn da sehe. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Entweder bin ich blind oder man sieht ihn einfach nicht. So, was bringst du? Du bringst blaue Forschung. Das ist doch hervorragend. Dieser Pfeil, der kommt ja von da, ne? Aber der dreht sich mit. Wenn ich mit dem Pfeil, wenn ich bewege, dann dreht sich der Pfeil mit. Also es zeigt mir auch nicht an, aus welcher Richtung der Wal kommt. Sehr merkwürdig. Na gut. Zurück auf Planet 1. Insel 1, richtig. Wie viel Forschung haben wir hier vor Ort? Dort haben wir jetzt 340 blaue Forschung. Und ich denke mir, jetzt könnten wir es uns leisten, diese Beleuchtung hier zu erforschen. Grün und blau. Ja. Weil die grüne Forschung brauchen wir weder hier noch hier. Und blaue Forschung haben wir inzwischen genug. Ich glaube, ich mache das mal. Weil ich weiß nicht, wie gefährlich diese Kobolde sind. Und mit der Beleuchtung würden wir die ja loswerden. Da passiert irgendwie was. Was ist denn das hier? Ach, das ist unser Raumschiff, das startet. Ja. Sehr schön. Ja, was ich noch gucken wollte. Wir wollten hier irgendwas gucken, ne? Also die Fragezeichen könnte uns natürlich schon was sein mit diesen Hieroglyphen. Luftschiffe, Museum. Das Museum könnte uns vielleicht auch helfen. Wenn es um die Sphinx geht. Da kann man ja mit dem Museumsvorschlag die Rätsel lösen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Strommasten, Zement. Ha. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit mit dem Museum. Was steht denn hier? Ach, warte mal, hier steht da was. Ermöglicht den Bau von Museen, in denen weise die Antworten auf die Reste der Sphinx erforschen. Na, siehst du mal. Dafür brauchen wir aber dann rote Forschung. Und rote Forschung haben wir im Moment nicht. Dafür versuchen wir gerade die Insel 3 hier auf dem zweiten Planeten zu besiedeln. Die brauchen dringend Arbeiter. Haben die? Warum haben die keine Arbeiter? Ach, wir haben keine. Natürlich, wir haben keine Häuser gebaut. Das war natürlich mega schlau von mir. Das bedeutet, ich baue mal hier das hier weg und dann kommen hier mal Häuserchen hin. Ja klar, Häuser brauchen die natürlich. Ein kosmischer Leviathan nähert sich Planet 1, der sieht hungrig aus, er wird angreifen. Ja, ich schaue ja gleich. So, dann haben wir das hier auch. Können wir das auch aufmachen? Können die nämlich auch hier oben diese rote Forschung einsacken? Haben die schon Forschung gesammelt, die Leute? Nein. Ja, weil jetzt erst die Leute rauskommen aus dem Schiff natürlich. Ja, vorher konnten die ja gar nicht aus dem Schiff rauskommen. So schaut es nämlich jetzt aus. Okay. Dann baue ich hier die Straße noch gleich weiter. Forschung, Beleuchtung abgeschlossen. Sehr schön. Ja, und ja, genau. Und dann sollten wir das eigentlich hier auch bauen können, oder? Sobald die Bibliothek hier fertig ist, die ist jetzt gleich fertig. Ja, genau. Müssten wir eigentlich das bauen können, wo auch immer wir das finden. Was ist denn hier los? Ah, Gebäude gegen uralte Wächter. Ich mache mal kurz Pause. Verscheucht Kobolde mit grellem Licht. Verhindert nur, dass Kobolde in Reichweite etwas stehlen. Sie können sich aber durch den Wirkungsbereich bewegen. Aber sie stehlen dann nichts. Okay. Wie groß ist der Wirkungsbereich? Der ist schon relativ groß. Okay. Hier hinten sind ja Kobolde am Werk, ne? Ihr seht das. Wir könnten also zum Beispiel hier etwas hinbauen. Ja, oder hier oben. Oder hier, wo der Wald ist. Da, wo der Wald ist, wäre doch ganz gut. Ja, da muss dieser Wald also weg. Und dann kommt dort dieses Lichtding hin. Aber für dieses Lichtding brauchen wir, glaube ich, ganz tolle Sachen. Jetzt werde ich aber trotzdem erstmal ganz kurz in die Systemansicht gehen und schauen, ob ich den Wal finde. Den Leviathan. Wo ist er? Habe ich Vorschlag geschrieben? Ich meinte natürlich Forschung. Ja, ja, ist alles klar. Habe ich schon verstanden gehabt. So, ich sehe den nicht. Ich mache mal hier Play. Oh, 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 ich bin so blöd. Schaut euch das mal an, Leute. Ich sehe den nicht, sage ich. Der ist direkt am Planeten.
Der ist direkt am Planeten. Okay. Der ist direkt hier. Na, dann schauen wir mal, wenn ich hier drauf drücke, was gleich passiert. Wahrscheinlich wieder diese spezielle Wahlangriffsansicht. Hat begonnen. Und da saugt er Zeug ein. Ja, ich sehe es gerade schon. Da ist er. Da ist er, Leute. Da saugt er das Zeug hier ein. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da war er irgendwo. Ich hätte ihn gerade gesehen, aber jetzt ist er wieder weg. Da ist er. Okay, er hat sich wieder irgendwas geholt. Ich weiß nicht wo. Ich hoffe nichts von uns. Also von unseren Sachen, die wir da uns erarbeitet hatten. Hier, glaube ich, hat er Zeug eingesammelt, ne? Das stört uns jetzt nicht. Wir haben nichts verloren. Okay, das ist gut. Das ist gut. So, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten... genau, ich gehe jetzt erstmal hier auf Insel 1. Da war Insel 1. Und wir schauen mal ganz kurz in die Forschung rein. So, wir brauchen Backen. Dafür brauchen wir rote Forschung und dann brauchen wir Weltraumaufzug. So, es hilft alles nichts, deswegen müssen wir hier auf Insel 3 gehen. Und können dort jetzt hier für die Leviathane den Lichtturm bauen. Dafür brauchen wir Holz, Stein, Werkzeug und Glas, so wie es ausschaut. So. Ja, dann schauen wir mal, ob inzwischen Insel 1, ob hier inzwischen das Schiff fertig ist. Ja. Ich glaube, das ist fertig, ne? Ja, es ist fertig. Das ist die Boreas, die meine ich nicht, sondern hier die Mariana. Sehr gut, dann kann die schon mal Glas einsammeln. 10 Stück, ja, warum nicht? Und was brauchen wir noch? Stein. Ja, von mir ist auch 10 Stück. So, und dann werden wir das hier so machen. Warum können wir denn hier eigentlich was erforschen? Ach, weil wir hier grün und blau haben. Was können wir denn hier erforschen? Nichts Neues eigentlich, oder? Ich sehe, da Viehzucht könnten wir erforschen. Ermöglicht den Bau von Rinderfarmen, die Milch produzieren, sowie Schaffarmen, die Wolle produzieren. Farmen erhöhen die Verschmutzung. Milch zu trinken gibt den Bürgern Zufriedenheit. Okay. Viehzucht könnten wir hier erforschen. Ja, das braucht halt auch grüne Forschung. Aber ich finde es nicht schlecht, machen wir das mal. Wir brauchen ja hier für diesen Weg, hier brauchen wir ja keine grüne Forschung. Sollte also passen. Hatten wir nicht noch eine Insel mit grüner Forschung? Ich dachte schon. Hier, oder? Ja, genau, da ist auch noch eine Insel mit grüner Forschung. Und nochmal das Sphinx. Etwas ist erschienen. Während deine Bürger schlafen, schleicht eine merkwürdige Kreatur durch das Dorf. All deine Bürger... Als sich deine Bürger nähern, flitzt der Metallkobold davon und verschwindet mitsamt den gestohlenen Ressourcen in seinem Bauch. Ja, jetzt haben wir ein Problem, Leute, weil jetzt haben die hier alles geklaut und die können ja hier nichts nachproduzieren. Das ist ein bisschen das Problem. So, wir brauchen hier dringend Glas, wir brauchen Steine, Holz stellen wir selber her. Also Steine, Werkzeuge und Glas. 12 Glas, glaube ich, war das, oder? Ja, 12 Glas. Okay. So, ich wollte hier hin. Genau. Die Mariana. Sie braucht 12 Glas, also müssen wir noch 2 Glas mehr mitnehmen. Genau, insgesamt 12. Steine habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, wie viele, aber ich glaube, das waren nur weniger. Ich glaube, 10 brauchen wir gar nicht. Forschung Viehzucht ist schon abgeschlossen. Das ging jetzt aber schnell. So, wie viel brauchen wir denn? 12 Steine tatsächlich. Okay. Und ein bisschen Werkzeug nehmen wir auch gleich mal mit. So, 12 Steine. Also, dann nehmen wir auch nochmal 2 mit. Und Werkzeuge nehmen wir 5 mit. So. Xark muss los. Ja. Dann schön, dass du da warst. Und wenn du später reinschaust, werden wir definitiv Stellaris spielen. Ich werde jetzt hier demnächst, bevor wir lief, aufhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, vielleicht bis später.
Okay, wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben? Jetzt bin ich ganz durcheinander gewesen. Ja, genau, wir wollten das Schiff hier. Das Schiff sollte die Sachen einsacken. Okay, sie hat inzwischen genug Stein. Dann können wir jetzt eigentlich, ja, weil die Werkzeuge brauchen wir nicht unbedingt, können wir jetzt eigentlich, ja, uns bewegen. Spätestens bis Freitag, genau. So, hierhin müssen wir. Dann können wir zumindest, ich denke mal, dieses Ding müssten wir dann bauen können. Oh, sind das schon die Kobolde hier? Nein, das sind die Bürger, die hier rumlaufen. So, alles entladen bitte. Und dann müssten wir das hier eigentlich bauen können. Und du kannst hier schon mal rote Forschung einladen. Oh, 75 haben wir da schon gesammelt. Ja, dann nehmen wir mal alles mit. Ist ja hervorragend. Aha, da fehlt uns noch Stein und Glas. Das sollte aber kein Problem sein. Und die Werkzeuge haben wir noch. Die fehlen. Schiff wurde beladen. Tatsächlich mit den kompletten 30. Ja. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die erste rote Forschung, die wir hierher bringen können. Kommen wir hier hin. Und ich glaube, wir haben es ja so eingestellt, dass die dann weggebracht wird, ne? Genau, die wird dann weggebracht. Die wird dann zu Planet 1 gebracht. Genau so ist es gedacht. So, da kommt das Schiff mit den 30 Forschungspunkten und die werden entladen. Sehr schön, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Werkzeug mit. Vielleicht nochmal 10. Oder nee, ich mach's anders. Ich werde die Marianne jetzt auf Automatik stellen. So, wir wollen nämlich hier zwischen Insel 1 und Insel 3 einen Handel machen. Nee, Kartoffeln brauchen wir hier nicht, obwohl doch, die können wir auch mitnehmen. Aber hier soll die rote Forschung mitgenommen werden. Und hier sollen Werkzeuge mitgenommen werden. Werkzeuge hier. Und zwar Zielmenge 20, ja, das passt schon. Was könnte ich hier noch mitnehmen? Sonst brauche ich hier eigentlich gar nichts, ne? Doch, Steine brauchen wir auch. Zielmenge 20, ja, passt auch. Gut. Ja, und dann brauchen wir ein Schiff, nämlich die Mariana. Wunderbar. Dann haben wir hier die Forschungsroute eingerichtet. Jetzt warten wir noch kurz, bis hier dieser Kobold-Abwehrschirm gebaut wird. Und sobald wir diesen Kobold-Abwehrschirm hier haben. Oh nein, der braucht noch Energie. Oh, der braucht Energie. Ja, also er ist fertig gebaut worden, aber er braucht Energie. Das heißt, wir müssen hier auch noch irgendwo Energie bereitstellen. Solarkraftwerk, können wir das hier bauen? Ja, da bräuchten wir aber Stahl und wir bräuchten Geräte. Nur im Sonnenlichtstrom und ich glaube, das hier ist keine besonders sonnenfreudige Insel, oder? Was haben wir hier noch? Windkraftwerk. Da bräuchten wir aber auch Geräte und Stahl. Wie war denn das nochmal? War das hier eine Insel, wo auf der Windkraftwerke funktionieren oder war es eine Insel, auf der Stahlkraftwerke funktionieren? Sonnenkraftwerke oder wird uns das sowieso eh immer angezeigt? Ich schau mal ganz kurz. Bau von Solarkraftwerken beginnen. Ich weiß nicht, ob uns das angezeigt wird. Nur wechselnde Wetterbedingungen beeinflusst werden. Ja, das ist logisch. Könnte ich auch einfach das Holzkraftwerk bauen. Ich glaube, das ist am einfachsten jetzt. Bauen wir das mal. Also Insel 3. Holz stellen wir ja selber her. Dann kommen wir vielleicht hier hinten. Ja. Ein Holzkraftwerk. Hier hinten so. Ne? Genau. So, hier noch. Und ja, genau. Dann passt das doch ganz gut. Dann bauen wir hier hinten ein Holzkraftwerk. So. So, die Mariana holt Forschung ab. Das ist wunderbar. Das ist fantastisch. Dort sind die Kobolde da hinten. Haha, Gauner und Diebe, genau. Ja, wie war das denn nochmal mit den Kraftwerken hier? Windkraftwerke, glaube ich, konnte man auf Planeten, also auf Inseln bauen, die
die irgendwie die Regenwald hatten oder so. Standort im Hochland. Ha? Und die Sonnenkraftwerke, glaube ich, dort, wo sehr, sehr viel Sonne ist, also da wo wir. Ja, wir können es ja trotzdem mal vielleicht versuchen zu bauen, aber das machen wir nicht jetzt in diesem Stream. In dem Stream haben wir jetzt schon genug gemacht. Wir warten jetzt noch, die Sphinx bereitet sich darauf zu feuern. Ja, da müssen wir jetzt leider das sozusagen einfach in Kauf nehmen. Solange wir kein Museum haben, können wir das auch nicht entschlüsseln. Sie wird hier die Schneiderei zerstören. Und jetzt hat sie die Schneiderei zerstört. Schade. Naja, was ist hier los? Immer noch keine Ressourcen. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch hier extra Gemüse angepflanzt. Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Ach, da haben wir doch noch gar nicht gemacht. Ja, da machen wir das noch. Also, ja, das Kartoffelfeld muss weg. Und ein Gemüsefeld muss dahin. So. So. Und hier kann auch noch eins hin, theoretisch. Aber nur theoretisch, weil hier ist Wald. Stimmt, hier ist Wald, weil hier die Holzverlöte ist. Gut, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir wollten schauen, ob auf Insel 3 hier das Kobold-Ding steht. Und das Kobold-Ding steht schon, aber es hat immer noch keine Energie. Was ist hier los? Hier wird doch Energie produziert. Wahrscheinlich fehlt noch der Arbeiter, der das jetzt holen geht. Wir haben nämlich hier nur 6 von 10. Wir müssten wahrscheinlich noch ein paar mehr Häuserchen bauen. Können wir die Häuser ausbauen? Ja, wir können die ausbauen zum Haus. Dafür fehlen Werkzeuge. Wir müssen das Schiff jetzt hier aber bringen, oder? Ja, zumindest ein Werkzeug. Das reicht auch schon zum Ausbauen hier. Super. Nee, es reicht noch nicht. Aber wie ich gerade sehe, ist jetzt der Lichtturm an, oder? Ja, jetzt kommt noch mal Energie. Ja, genau, der Lichtturm ist jetzt an. Sehr schön. Okay, gut. Dann gehe ich noch mal auf Insel 1. Da sollten wir ja inzwischen eigentlich auch genug rote Forschung haben. 56 Stück. Und ist davon auch schon was in unserem Raumschiff angekommen. Ja, 4 Stück zumindest. Und ist davon schon was auf Planet 1 angekommen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Nee, noch nicht. Okay. Wie viel brauchen wir denn für die nächste Forschung von dem Roten? 50. 50 und hier brauchen wir 80. Das heißt, wir brauchen insgesamt 130. Dann schaue ich nochmal ganz kurz auf die Insel 1, wie viel rote Forschung wir da inzwischen gesammelt haben. 56, das ist doch schön. Und auf Insel 3. 29, ja, das wird schon. Das wird schon. Das müssen wir hier halt einfach mal schön absammeln. Das wird schon jetzt. Ja. Ja, hier brauchen wir dann mehr Werkzeuge, um die Häuser hier auszubauen und dann wird das schon. Okay, gut, wunderbar. Dann gehe ich mal kurz noch in den Quatschmodus rüber. So, das war's mit Before We Leave jetzt. Ich mache mal hier wieder das. Nein, das war, ich wollte hier nicht. Hier, genau. Den Sound aus und dann können wir auch schon mal die Schrift austauschen. Also, Before We Leave war's für heute und dann machen wir gleich weiter nach der kurzen Umbaupause mit Stellaris Nemesis. Und da ist heute einiges los, weil wir haben nämlich am Freitag einen Krieg erklärt. Und diesen Krieg werden wir jetzt führen müssen gegen die Horde, gegen die Kanat-Horde. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, also erstmal ganz kurze Umbaupause und dann sehen wir uns gleich wieder mit Stellaris Nemesis. Bis gleich.